Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Blood Bowl Chaos Edition. Mit unserem netten Team Gorkamorka. Schauen, alle sind wieder fit. Das ist gut. Spieler kaufen wollte ich ja noch nicht. Da ich mir wenn einen Goblin und einen Troll leisten möchte. Oder eigentlich könnte ich... X-Men, wieder Amazon. Wieder die Amazon. Ich überlege gerade, ob ich mir noch einen weiteren Black Orc leisten soll. Ich kaufe meinen Goblin. Und als nächstes werde ich mir wahrscheinlich einen Reroll leisten. Das könnte sehr helfen. So. Ich habe 2600. Gut, dann kommt ein Zauber diesmal. Und ein... Budweiser Babes. Nee. Ich glaube nicht, dass die Amazonen mich verprügeln können. Nehmen wir Budweiser Babes und sonst glaube ich dann nichts mehr. Zweimal Budweiser Babes nehmen. Mal zweimal Budweiser Babes. Warum nicht? Hab nicht. Sonst kann ich nicht. Sonst kann ich das Geld nicht ausgeben und es wäre verschwendet. Somit, why not? Ich könnte mir eigentlich demnächst nochmal Cheerleader kaufen. Wäre auch eine Überlegung. Und ja. Sehr gut, sehr gut. Wieder in einer Norse Arena, denke ich mal. Das sieht schon mal stark danach aus. Tails und Tails hat versagt. Okay. Before kicking off. So. Ja. If this doesn't end up in a massacre, I'm a goblin. Oh, you're safe for today, Jim. You're in for a hiding. So, ist schon eine Aufstellung. Gib mir mal ins linke Feld. High Kick. Ah, verdammt. Okay, hat nicht gefangen. Oh, die fangen jetzt schon an. Die fangen jetzt schon an. Das wird nur... Oh Mann. Naja. Accurate. Lass mich mal überlegen. Also ich werde auf jeden Fall meinen Goblin, den ich ins nächste Spiel reinlassen werde, werde ich gucken, dass der Catch kriegt. Kann ich meinen Waffen nicht mal auf den Goblin werfen. Was jetzt irgendwie böse klingt, aber ist es tatsächlich nicht. Und Defender down und kloppen und nichts passiert. Ja. Und hier habe ich Defender Stumbles besetzt. Passiert überhaupt nichts, weil die nicht alle ausweichen haben. Okay. Also als erstes mal stelle ich den hier hin. Den stelle ich da hin. Ketchup, Blitzer, Lineman, Thrower. Dann stelle ich den hier hin. Um den in die Tech-Zone zu kriegen. Und dann werde ich eine ganz lustige hier
meinen Blitz hinstellen, weil der hat nicht Tackle. Übrigens, sie können da den Dodge-Wurf nicht nehmen. Und dann werde ich mit dem Lineman blitzen, damit er vielleicht ein Level abkriegt oder so. Oder auch nicht. Folge nach. Und jetzt müsste ich vielleicht... versuche ich. Ich laufe durch und versuche da rein zu dodgen in den Städte. Will ich rerollen? Will ich rerollen? Ist Runde 1? Nein, will ich nicht. You can use your wizard. Nö, gerade nicht. Also mit dem Wizard kann ich entweder einen Thunderbolt, also einen Blitzschlag, oder einen Feuerball werfen. Wie das mit der Reaktivierung ist, habe ich noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden. Aber... Was zur Hölle tut der? Whatever. There was a time when the colleges of magic hadn't yet ruled on limiting wizard assistance to teams. Übrigens, es regnet. Catch, Intercept und Pickup Rose minus 1. Weil der Ball einfach glitschig ist. Gut zu wissen. Okay. So, die der schon wieder davor hatte. Also, als allererstes. Der hier blockiert. Der hier hingestellt. So. So, den stelle ich da und mit dem blitze ich da jetzt. Auch wenn ich jetzt nicht verstehe, warum ich den nicht kriege. Wieso habe ich den nicht bekommen? Der hat Stärke 3 und die hat Stärke 3. Der hat Guard. Die Richtung und hinterher. Das hat schon mal nicht so geklappt, wie ich wollte. Klatsch, Defender down. Umgenutzt. Was kann ich hier? In der Stumbles. Corruption so widespread that the referees guild has set up rules concerning where, when, and how one can accept a bribe. Under an agreement signed last season, the clubs are not allowed to offer less than the going rate. Nein, die kommt eh durch. Der stellt sich hier an. Möchte ich mein Wizard jetzt verwenden? Why not? Ja. Hä? Hat sie denn gebraucht? Anscheinend. Der mit der Klammer ist jetzt weggeschoben. Verdammt. Der ist K.O. Er ist dann für 2 Runden weg. Selbst aus der Tackle Zone raus. Macht mich gerade so ein bisschen kaputt. Jetzt läuft. Nein. Ja, perfekt. Perfekt. The referees guild has decided to hire a bodyguard for each game. Another brilliant idea. And just how effective will one bodyguard be against a stadium full of supporters? True, could be a bit one-sided. So, dann blitzen wir den. Ja, perfekt. Folgen nach. Incoming. Well, it is a violent sport. Das war Lucky Dice. Ouch! That punch knocked his teeth down his throat.
never a nice sight. It seems this player does all the talking with the fish. And they clearly know how to get heard. Ich möchte mein Wizard jetzt nicht verwenden. So. Okay. Interessant. Gar nicht so blöd, aber mehr Glück als Verstand, glaube ich, in dem Fall. Mehr Glück als Verstand. In layman's term, a stab on the skull. Blood Bowl is reputedly the toughest of all sports. So they say, but it really only comes down to taking a few hits. So, jetzt stehen erstmal die netten Black Ox hier auf. Yep, Defender down. Jetzt wow, läuft es schon mal besser. Die blöde Guards, das gibt's gar nicht. You're assuming then that he had something between his ears to begin with. Good recovery. Yesterday I interviewed Ripper Boldrot, the troll's super champion. Interesting. And I can tell you that he's as violent off the pitch as on it. He skinned alive my colleague from Elf magazine. What do you expect when you put an elf next to a troll? It's nothing personal, just an instinctive reaction. Hat war mehr oder weniger ein Schuss in den Ofen. Na, will ich noch nicht. Nee. Poetry in motion. What we'd like to see more often. But whether he survives that injury or not, the team's insurance premium will be rocketing. Irgendwie ist es jetzt schon mal nicht so gelaufen, wie ich wollte. The player gets hold of the ball. Genial am Boden. Also in diesem Knäuel sollte ich nur also so ein bisschen... Mein Black Ox muss Level 2 sein, damit die den Blocker noch Guard haben, dann sind sie richtig böse. So, das ist sehr gut. So, perfekt. Ganz perfekt. Every now and again, Blood Bowl throws up a real mixed bag of a team. Like the Motley Horn, that's made up of a bunch of misfits. Yeah, can't be easy to coach those cast-offs every day of the week. Damn it. Good hand skills. The ball is caught. Two dots kriegt er nicht hin.
much about that. Full-blooded, but perfectly legal. Da krieg ich zwei Würfe. Der ist gut. Na, schade. That's what happens when a pro crosses an amateur. Yes, splotch. Now there's one that won't be coming back in a hurry. Oh ja, jetzt. Ah, und ein K.O. Zwar Verletzungen wären persönlich besser, aber das reicht mir auch erstmal. So, jetzt steht die aber recht frei, also in der Wegblock kann der mit dem hier bewegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Wizard zweimal einsetzen will, und momentan ist es noch nicht so, dass ich es unbedingt brauche. Der muss nur den Touchdown noch in der nächsten Runde machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der kriegt auch noch den Ball. Naja, im Endeffekt muss ich den jetzt noch freikriegen. Black Ock den Touchdown macht, das wäre jetzt wohl die Krönung. Boom! In the face! And followed by a clean uppercut! Well done! Fuck. Sagt mir nicht, ich weiß. Fuck. Der kann da niemals rausdodgen. Team's devoted fans consist of young men, Bob. Not at all, Jim. I've heard a large portion of their fan base consists of disgruntled homemakers and countless scores of former Bloodweiser babes. Aha! That would explain why the Amazon fans have their own fans themselves. So. Jetzt muss er auf jeden Fall blitzen, um den Ballträger zu erwischen. Mal Amazon am Cheerleader. What the hell? Ja, ich glaube, das ist kein Touchdown. Jetzt muss ich nur versuchen, damit ich so viel wie möglich Leute umprügel. Ja, der hat keinen Last of Steel. So. Den kann ich den blocken. Der kann den theoretisch blocken. Muss ich den blocken können. Recent medical report stated that cerebral hemorrhages were less frequent in Blood Bowl players. Amazing when you come to think of it. Not really, when you consider that brains are also less frequent. Boah. Mein Black Ock macht einen Wurf. Thanks, Jim, for that detailed analysis. Ja, okay. Jetzt goes risky play.
Ah, dammit. Jetzt wird's unschön. Ich habe mir gerade gepasst, deswegen kann ich ja gar nicht mehr werfen. Man kann ihn nur einmal pro Runde werfen. Und K.O. Wow. So. Und noch ein plus 1 Starspielerpunkt. Der hat tatsächlich, mit Gottes Willen. Und Touchdown. Ja, so kann man so ein paar Starspielerpunkte machen. Da ich meine jetzt Accurate hat, kann der recht gute Pässe werfen und so aufs Fangen an. Deswegen habe ich auch gemeint, dass ich den Goblin nehmen werde, weil der nicht 4 gilt hier, soweit ich weiß. Musik mal gucken. Ja, der Goblin hat 3 Agility, er hat 6 Movement Speed, also eigentlich brauche ich gar keine Goblins. Muss ich mal gucken. Blitze auf der Seite, so, genau. Das Mittelfeld, interessantes Mittelfeld. Ist glaube ich eh noch eine Runde. Kick-off. Dann. Ach ne, halt, wir sind ja schon zweite Halbzeit. Vergiss es. Ach ne, wir sind jetzt in der zweite Halbzeit und der Referee hat. Und damit Speck und ein Level 2 Ork. Black Ork. Setzt noch einer mit Block. Und K.O. Das läuft doch schon mal gut. So, jetzt noch mal ein interessantes Play. So. Oder wir machen kein interessantes Play, weil mein Spieler einfach meint, dass er zweimal geigen muss, den Ball aufzunehmen. Ah gut, aber es regnet gerade. Deswegen sei es ihm verziehen. Trotzdem. What the hell? Vorteil ist, ein Goblin als Ballträger zu nehmen. Er hat Dodge und Stunty. Übersetzt, er hat quasi 2 Dodge und hat plus... wenn die Dodges gets me so many passes and treats a roll of 7 and 9 on each chair after Murphy. This play is so small that they are very difficult to tackle. Too small to throw the ball and is easily injured. Jetzt kann ich werfen, der kann glaube ich besser fangen. Ja. Naja, auf jeden Fall. In an Albion League, a second division that prohibited spellcasting from off the pitch? Oh yes, they were great times. I remember fans traveling to games just to see how well Wizards stood up to the mad charge of a raving Blood Bowl star. The noise created by a sizzling fireball followed by the characteristic sound of the snapping of a wizard's neck. Great pass. Textbook stuff. Ja, ich spiele gerade viel zu riskant. Ich muss jetzt mal mein Game wieder get my game together. Ich muss unbedingt gucken, dass jetzt niemand eine Touchdown. Das ist das Wichtigste von allen jetzt. Erstmal. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Okay, es wird jetzt interessant.
Jetzt muss ich dann Käfig um den Käfig machen quasi. Ich muss finden, dass die... I've always gone for a power move. And you have to realize that it was only recently that they discovered the purpose of the ball during a match. Geht es Suizid? Das muss man die mal ein bisschen wegschieben. Ja. So. Den Start darüber. Start mit daran. Der kommt mal auf der Seite. Ich glaube, den werde ich zum neuen. Mal gucken, ob ich dem Catch oder so kriege. Wenn der einen Catch kriegen kann, irgendwie, dann wird das mein neuer Touchdown Man. Ah, ich habe vergessen zu bewegen. Mein prinzipieller Gedanke ist, Goblins Agility-Würfel übersetzen könnten vielleicht einen Touchdown machen können, einen Catch landen können mit einem Level-Up. Mal schauen, was rauskommt. Majority of supporters reckon that the league should take measures to prevent the small minority of peaceful fans from watching a match from the terraces. They've got a point. If they don't want to join in the fun, they might as well stay home and watch it on cablevision. Ah, verdammt. Ich hab schon wieder zu risky. Das ist alles viel zu risky, was ich hier gerade die ganze Zeit mache. Ich bin in Playoffs übersetzt, das kann ganz schnell schief gehen. Bis jetzt geht's noch. Drei Runden noch, 1-0 reicht, um den Sieg nach Hause zu bringen. Okay. Da hat's versucht und es war ein... Der wollte, glaube ich, rausdodgen oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Ah, verdammt. Jetzt habe ich es, glaube ich, verkackt. Of an orc is to be able to hit hard, and if possible, not to think. The latter is considered a nasty flaw. Oh, perfekt. Defender down. Ist auch nix.
think he'll be able to get up after that blow, Jim? Oh, yes. He's not the sort to stay down. That player's seen stars now. Funny for someone that wasn't really that bright. So. Ich glaube zwar nicht, dass die noch irgendwie die Ball in die Touchdown so kriegen, weil das viel zu hohe Distanz ist zu werfen. I don't know if he really liked that uppercut. He may not have liked it, but he certainly ate it. It's a catch. Now this player just needs to survive. Oh mein fucking Gott. Dat Wurf. Dat Pass. Er hätte den Ball nur übergeben müssen und wirft ihn. Ja, das ist halt Stunty, okay. Ich glaube, die ganze Chose mit den Goblins lasse ich lieber. Das bringt mir eher weniger. Ich hätte höchstens einen Troll eher noch nehmen. Und bei mir ist es Black Orc, der MVP geworden ist. Und ich habe einen neuen Fan Factor bekommen. Das Match Rating war nicht so gut, aber 28.000 Spectators, nicht schlecht. Ja, ein paar Level Up Black Orc, den ich ja schon erwähnt hatte. Kriegt Block ist schon wichtig. Was the ref watching the same match as us? I mean, I saw several incidents that merited a sending off. Perhaps he was enjoying the spectacle. So, also das wäre es erstmal für die Folge quasi. Ich überlege gerade noch, ob ich mir einen Black Orc leisten soll. Beziehungsweise erstmal gucken. Wo war denn der lustige Button? Ach ne, da ist doch. Double Agility. Kriegen Thrower? Auch Double Agility. Und die Gobos sind halt die, Standard Agility kriegen. Deswegen wollte ich den zum Werfer, Fänger machen, aber vergiss es. Lohne auch. Kaufen erstmal einen neuen Reroll. So. Neuer Reroll. Nächstes Match ist gegen die Skrits, gegen die Skaven schon wieder. Gucken, wie es bei denen ausgeht. Aber das wäre es erstmal für diese Episode von Let's Play Blood Bowl Chaos Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich versuche mehr zu reden während dem Match. Meine Gedanken preiszugeben, aber manchmal funktioniert das nicht so ganz. Aber danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.